Sind wir uns einmal ehrlich, würde euch die Europa League Gruppenphase ohne österreichische Beteiligung interessieren? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mir ein bisschen schwer mit Standard Lüttich gegen Benfica zum Beispiel. Vielleicht ist das aber auch gar nicht die Intention des Bewerbs und man will einfach nur die nationalen Märkte bespielen. Wurscht, weil glücklicherweise ist Österreich ja mit 3 Clubs vertreten. Rapid und der WRC haben am letzten Spieltag noch Chancen auf ein Weiterkommen. Der LASK ist fix draußen. Zu Beginn aber ein bisschen ein anderer Österreich-Bezug. Bayer Leverkusen mit Baumgartlinger, Dragovic ist weiter, auch Leicester mit Fuchs. Hoffenheim mit Posch, Grilic und Baumgartner haben die Gruppe L gewonnen. Stefan Schwab und Thomas Murg sind mit Pauk in Gruppe E ausgeschieden. Dundalk aus der Rapid-Gruppe ist eins von 3 Teams ohne Punkt. Ludogorets und Gent sind die anderen beiden. Die wahren Magier spielen aber bei ZSKA Sofia. Die Bulgaren haben noch kein einziges Tor erzielt, stehen aber schon bei 2 Punkten. Einer davon war gegen die AS Roma. Damit steht Sofia auch besser da als beispielsweise Celtic. Die Schotten haben in Gruppe H nur einen Punkt gesammelt und sind ausgeschieden. Das einzige Team ohne Gegentor ist Dinamo Zagreb. Die haben zwar nur 6 Tore geschossen, sind aber schon fix Gruppensieger in der WRC-Gruppe. Die Kärntner haben von der Ausgangslage her auch die besten Chancen aus dem Österreich-Trio auf ein Weiterkommen. Sie spielen in Gruppe K gegen Feyenoord, eine Mannschaft, die sie Ende Oktober noch mit 4:1 geschlagen haben. So gut muss es diesmal aber gar nicht laufen. Im Heimspiel in Klagenfurt reicht schon ein Unentschieden für das 16. Finale. Damit würde der WRC bei der erst 2. Teilnahme am Europacup gleich dort überwintern. Nur bei einer Niederlage wäre der WRC draußen. Wolfsberg ist gegen Feyenoord, zweifacher UEFA-Cup-Sieger und 15-facher niederländischer Meister, wieder Außenseiter. In der Liga bleiben die Wolfsberger aktuell hinter den Erwartungen, lassen zu viele Chancen liegen und bekommen einfache Tore. Ganz im Gegensatz zum Europacup. In der Offensive hängt vieles von Kapitän Michael Lindl ab, der so gut wie an jedem WRC-Tor beteiligt ist. Im Team von Trainer Ferdinand Feldhofer ruht aber immer das Potenzial für eine Überraschung. Rapid hat bei Arsenal 1:4 verloren, aber schon vor dem Match in der vergangenen Woche mit einem Entscheidungsspiel gerechnet. Nach dem Arsenal-Spiel steht Rapid bei 27 Niederlagen in der Europa League. Keine Mannschaft hat häufiger verloren. Insgesamt steht Rapid auch bei 99 Gegentoren. Auch das ist Negativrekord. Man muss aber auch dazu sagen, Rapid hat 8-mal in der Europa League teilgenommen. Nur Ajax, Salzburg und Sporting toppen das mit 9 Teilnahmen. Am Donnerstag spielen die Wiener gegen Molde um die Wurst. Aktuell fehlen 3 Punkte auf Molde, bei einem Rapid-Sieg würde das direkte Duell entscheiden. Im Hinspiel gewann Molde 1:0. Rapid braucht also einen Sieg mit 2 Toren Unterschied, aber auch ein 1:0 würde reichen. In diesem Fall würde das Torverhältnis zählen und da wäre Rapid entscheidend im Vorteil. Der LASK hat letzte Woche ja eigentlich sensationell ein 3:3 gegen Tottenham erreicht. Nur gefreut hat sich keiner. Die Linzer sind in Gruppe J schon fix ausgeschieden und werden die Gruppenphase auf Platz 3 beenden. Royal Antwerpen ist überraschend der Tabellenführer. Der Sieg im 2. Spiel gegen den LASK war ausschlaggebend dafür, dass die Linzer diesmal im Frühjahr nur noch national spielen. Zum Schluss geht es für den aktuellen Bundesliga-Tabellenführer gegen Ludogorets Razgrad. Um die Ehre, natürlich aber auch um Preisgeld und Punkte für die UEFA 5-Jahres-Wertung. Die haben wir vor kurzem in einem eigenen Video ausführlich erklärt, inklusive der Veränderungen im Europacup in naher Zukunft mit Auswirkungen auf österreichische Clubs. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Ich persönlich habe sowohl beim WRC als auch bei Rapid ein gutes Gefühl, dass es beide in die K.O.-Phase schaffen. Wie seht ihr das? Seid ihr da pessimistischer? Schreibt uns eure Tipps in die Kommentare. Auf der standard.at werden wir die 3 Europa League-Spiele der österreichischen Clubs im Live-Ticker begleiten. Rapid spielt schon um 18.55 Uhr, WRC und LASK folgen um 21 Uhr. Wir würden uns freuen, wenn ihr im Forum vorbeischaut.